Ich habe ja jetzt was ganz was Schlimmes von dir gehört. So. Ich habe gehört, du hast dir eine Ritterrüstung gekauft. Ja. Stimmt das? Ja. Wozu? Original Ritterrüstung. Ich möchte mal bei diesem Kaltenberger Ritterturnier mitmachen. Du auf dem Pferd in der Rüstung? Ja. Das ist ja so lustig. Welche Schlachtrüst soll denn dich bitte tragen? Was sind das? Was so plumpe Angriffe? Ich habe gerne Rüstung an, das vermittelt das Gefühl von Macht. Man hat eine tolle Figur übrigens. So ein Ding. Also, das ist bei dieses Kettenhemd, Alua, das ist toll. Also, gut. Moment. Du hast auch noch ein Kettenhemd unter der Ritterrüstung. Ja, klar. Hast du das schon mal angehabt im Gesamten? Ja, ich habe das ja angehabt. Das Einzige ist, man darf ja darunter keine Unterwäsche tragen. Und irgendwie ist es mit diesem Kettenhemd. Ist schon ein bisschen unangenehm. Du meinst, es schabt ein bisschen an deinen Weichteilen? Ja. Also es hat sich auch schnell mal was verhackelt und so. Also es ist nicht angenehm mit den Ketten. Und die ganze Rüstung hat ja komplett, wenn du es so hast, hat ja 67 Kilo. 67? Ich hätte jetzt auf schwerer getippt. Nein, 67 Kilo. Also nein, das ist ja ein dünnes Blech. Das ist ja jetzt nicht so. Das sind ja keine Panzerplatten. Das ist eine gefälschte. Nein, das ist schon eine Originale. Also, das ist eine Originale vom Schmiedl. Also, das ist so ein Autospengler, den ich gut kenne. Der hat mir aus alte Motorraumabdeckungen und aus Kofferraumdeckeln. Also eine originale Rüstung hat er mir da schon zusammen gemacht. Er hat ja aus Autoteilen eine Originalrüstung gebaut. Ja, genau. Das hat er dir erzählt. Ja, das war halt, also das ist halt Opel, ein bisschen VW. Mercedes hat er gesagt, nehmen wir nicht, weil dann die Rüstung so schwer wird. Mhm, alles klar. Und da würde ich jetzt gerne mal also zu den Kaltenberger Ritterspielen. Also ich kann dir das nur empfehlen. Also ich bin früher ja auch viel auf den Kaltenberger Ritterspielen gewesen. Allerdings als Gaukler. Du warst Gaukler? Ich war Gaukler. Ich bin ja nicht so blöd und zwänge mich in die Ritterrüstung rein. Nein, ich war hier halbnackt unterwegs. Sauber. Und was hast du da so gegaukelt? Ich habe da Bälle jongliert. Bälle jongliert? Ja. Das ist ja höchst gefährlich. Und dann habe ich Tücher jongliert. Tücher auch noch? Kleine Hasen habe ich jongliert. Lebende. Na freilich, was glaubst du denn? Hallo, wir sind im Mittelalter, da kann man Hasen jonglieren, das geht. Du hast mit lebenden Hasen jongliert? Freilich. Ja, kommt da nicht gleich der Bund Naturschutz und... Nein. Da ist alles ein bisschen anders. Außerdem sind die Hasen eingeweiht. Ach, die wissen, was so passiert. Ja, das sind Jonglierhasen. Ja, aber ich meine, wenn du mal so 5 Minuten mit so einem Hasen jongliert hast, dem wird doch speiübel. Das passiert ab und zu, aber dafür hat man ja leichte Kleidung, dass man einfach abspritzen kann. Deswegen, jetzt wird mir vieles klarer. Hast du dann also mit Feuer irgendwas gemacht? Ja, Feuerspucken und Feuerschlucken, alles Feuer auf der Haut entlang reiben. Ja, wie schmeckt jetzt so ein Feuer? Heiß. Ah, heiß, das ist interessant. Ich habe mir jetzt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie heiß schmeckt, aber wenn es heiß schmeckt, das ist, obwohl ich weiß, meine Ex-Frau hat mal Chili gemacht und hat sich da ein bisschen mit den indischen Gewürzen vergriffen. Das war auch heiß. Aha. Die Chili-Schote sozusagen, oder? Ja, das waren eher so Chili-Pickles, die diesen Plastiklöffel, den man dann eingesteckt hat, schon zusammengefressen haben. Und da hat es ein bisschen viel davor in das Chili rein. Und das war... Verstehe. Da habe ich dann den Begriff verstanden, es hat dreimal brennt. Der Klassiker. Das passiert übrigens in den Kaltenberger Ritterspielen auch, gell? Ja, aber da ist ja die Rüstung offen. Ah, verstehe. Ach, du hast einen Bisselschlitz mit dabei. Ja, das ist nicht nur Schlitz. Nach unten hin ist da nichts. Ach, der Spengler hat da schon dran gedacht. Da ist nichts. Das ist. Ach, der hat ihn unten offen lassen? Da ist unten offen, dass man, wenn man, dann kann man. Verstehe. Also da muss man nicht mehr. Okay, naja, gut. Wegen mir zieht dein Ding an und reit auf dem Pferd. Reiten kannst? Ich reiten? Ja. Also ich bin ganz früh als Kind auf diesen Karussells immer mit dem Pferd. Reicht für die Kaltenberger Ritterspiele. Ich freue mich darauf.